Bolivianer und Mexikaner in einer Gruppe. Und die Mexikaner und Bolivianer beherrschen sowas natürlich aus dem FF. Und so schwappt schon die erste Welle über das Soldier Field Stadion hier in Chicago. Eins ist sogar geschafft, Marty Jackson ins Studio zu holen. Sie hat mir gestern noch erzählt. Ich bin normalerweise nicht gern bei solchen Freiluftveranstaltungen vor vielen Leuten, aber ich bin aus Chicago und deshalb muss ich hier dabei sein. And now, everybody, let's celebrate with the incomparable Miss Diana Ross! So, das ist die erste große Künstlerin, ganz in Rot, Diana Ross. Amerikanischer Auftritt über das ganze Feld. Und ich glaube, jedes Wort ist überflüssig. Wir hören ganz genau zu und die Herren werden auf mich schauen. Der Bundeskanzler und der Präsident der Vereinigten Staaten verfolgen auf der Tribüne jetzt den Einmarsch der Nationen. Argentinischer Tango. Als erstes den wünschen wir uns natürlich auch von Diego Maradona wieder bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Hat sogar in unserer Nähe eine Gesprächsstörung Diego gegeben. Sie sollten vielleicht auch ein bisschen Guido Humboldt hier da auf der anderen Seite der Kugel gegenüber das Ganze verfolgen. Belgien. Das sind nicht Belgier, meine Damen und Herren, wie Sie denken. Man hat keine gefunden in Amerika, die hier auftreten könnten. Das sind Deutsche, die aushelfen, um belgische Folklore zu präsentieren. Viele Fans, natürlich hier im Stadion, deshalb der Jubel besonders groß bei der Begrüßung Boliviens. Die Hälfte der jungen Damen kommen aus Spanien. Alle, die hier auftreten, haben zum Fußball zumindest eine enge Beziehung, was die Herren betrifft. Spielen sie gern, die Damen interessieren sich, so sagten sie uns dafür. Leben alle in Chicago oder in der näheren Umgebung. Samba do Brasil. Und einige der Damen sind echt, kommen tatsächlich aus Brasilien. Aber nicht alle, ein paar Amerikaner haben sich schon darunter gesetzt. Bulgarien. Die Bulgaren, die Kostüme wurden in monatelanger Handarbeit gefertigt. Sie wollten sie unbedingt heute tragen, obwohl sie wussten, wie hoch die Temperaturen steigen würden. Den Damen und Herren sind natürlich die Temperaturen vollkommen egal.
Als wir hier hochliefen von unserem Parkplatz zur Kommentatorentribüne, standen sie noch draußen. Wir haben sie beneidet. Keine Schweißperle auf der Stirn bei den Herren aus Kamerun. Die sind das gewöhnt. Kolumbianisches Temperament für viele, ja die Kolumbianer, so ein bisschen die Geheimfavoriten dieser Fußball-Weltmeisterschaft. So, jetzt kommt Deutschland. Und Fahnen werden geschwenkt auf den Tribünen, Riesenjubel hier im Soldier-Field-Stadion. Der deutsche Fahnenträger, der heißt Karl Schachelmeier. Der Vater kommt aus Tamm bei Holzkirch in Bayern. Aber der gute Karl spricht kein Wort Deutsch, im Gegensatz zu den Herrschaften, die Sie hier sehen. Eine deutsche Tanzgruppe. Die Kostüme haben die Omas gemacht, so wie sie sich früher eben noch deutsche Trachtenkostüme vorgestellt haben. Sie sagten uns, sag bitteschön, das soll keinen Anspruch darauf erheben, dass das mit heutigen Trachten etwas zu tun hat. So stellen wir uns das eben nach wie vor nach so vielen Jahren der Abwesenheit vor. FIFA-Präsident Dr. João Havelange. Este dia, 17 de junho de 1994, el mundo del fútbol se siente honrado con la presencia del presidente de los Estados Unidos, el señor Bill Clinton. Representamos nuestras más sinceras gracias al igual al pueblo americano. Nuestras felicitaciones las dirigimos a todos los equipos participantes en esta Copa del Mundo de 1994. En este solemne momento, tengo el honor de invitar al presidente de los Estados Unidos, señor Bill Clinton, a declarar abierta la Copa del Mundo de la FIFA de 1994. Gracias. Ladies and gentlemen, no. My fellow Americans, citizens of the world, the United States is honored to play host for this magnificent celebration. The World Cup has captured the imagination of our country, as has the game itself. In the last few years. The love of soccer is now a universal language that binds us all together. Die Liebe für den Sport Soccer ist jetzt eine universale Sprache und wir sind alle verbunden. Alle, die hier in den USA in den nächsten 30 Tagen diese Spiele sehen, wir alle, wir Amerikaner, wir alle wollen die große Familie des Fußballs in aller Welt.